Aber wenn die Karte größer wird, ne? Jetzt hat sie Standardgröße erreicht. Aber 1000 Produktionen oder was? Ja, wann vorher war sie am, als angefangen wurde damit, sag ich mal so, hatte sie die Hälfte. Nach dem Update 1.2 war sie ungefähr 3/4 groß und jetzt hat sie die Komplettgröße einer Standardkarte. Also er hat jedes Mal immer wieder noch ein bisschen was dazugebracht. Warum haben wir nicht so lange gewartet? Weil ich von dem Update tatsächlich nichts wusste, muss ich sagen. Du hast Fragen und zur Verarbeitung von Gras oder wie man unfallfrei zum Feld kommt. Jetzt ist er weg. Vielleicht ist ja Andrinas Discord-Channel was für euch. Ja, reden und fahren ist nicht so einfach, ne? Nee, das ist hochgesprungen. Ist auf dem Handy hochgesprungen. War auf einmal weg. Nee, was ist da schon wieder los? Nee. Voll, voll. Warum ist Kondome kaufen den Leuten eigentlich peinlich und Klopapier nicht? Ist doch viel schöner als kacken. Okay. Das ist eine berechtigte Frage. Ja, natürlich. Den Leuten ist so einiges peinlich, wo man sich fragen könnte, das andere ist viel peinlicher und trotzdem keine Ahnung. Das ist ja so. Geschafft. Du hast es bald geschafft. Was machen wir dann? Dann rutschen wir in den nächsten Monat. Ja, schon mal. Die Map wird jetzt in der neuen Version nach oben erweitert. Zumindest hat das ein Streamer gesagt. Homer hat schon ein Video rausgebracht. Omatano, der Tab Jesse? Omatana? Tana. Nee, Omatana habe ich nicht mitgekriegt, dass die eins rausgebracht hat darüber. Wie aktiv ist die eigentlich noch im LS? Weiß ich gar nicht. Weiß ich ehrlich nicht. Wie aktiv sie noch ist. Das weiß ich bei weitem nicht. Und sie hatte ja zwischendurch ihre eigene Karte zwischendurch immer noch fertig gemacht. Ja, sie hat an einer eigenen Karte gearbeitet. Sie hat gestreamt, wenn sie an ihrer Karte gebastelt hat. Deswegen, also die hat, glaube ich, eine eigene Karte sich zurecht gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob man die jetzt runterladen kann. Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ich habe lange nichts mehr von Omatana gehört. Ja, auch nicht. Genau, Homer hat es am Wochenende angespielt und hat dann... Genau. Da muss ich auch noch mal reingucken, was dann da so alles Schnieke ist. Ich hatte jetzt mal, wirklich da nur den... Seht ihr, wie unschuldig. Hä? Absolut un. Sieht aus, als wenn sie mit offenen Augen schläft. Na, guck mal, das sieht aus, als wenn sie gleich zur Seite kippt. So, weißt du, so... Ah, doch, der Kopf dreht sich ab und zu nochmal. Klopfen, Brücken. Ich sitze gerade, der da hat einen Puckel. Du sitzt schief zur Seite, würde ich sagen. Ich muss ja da vorne was rauszeigen. Oh. Heute sinkt für sie das Niveau. Das mal wieder. Ah, nee, nicht die Karte. Dreh doch mal um, da ist noch was.
3 Jahre länger. Weißt du, wie viele Wege du fährst, die du gar nicht fahren müsstest? Ja. Das ist kein Schlafen, das ist Rigor Mortis, Leichenstarre. Oha! Vielen Dank, lieber Kai. Damit haben wir das richtige Thema. Sehr schön. Oh, guck mal, wie cool der zusammengeht, ne? Mhm. Das ist unsere. Ja. Ist auch 9 Meter, so wie die anderen Geräte auch. Wofür haben wir lang? Ja, nicht über unseren Acker, so, wir fahren da lang. Aha. Dann benutzt die Straße zum Fahren. Ach ja, 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 und ja. Und die ja. Hecke! Guru, hast du gesehen? Ich wollte das nur gesagt haben. Wenn nicht, spul zurück. Mein Standbild. Er hat auch die Hecke genommen. Was das an Sprit kostet, diese Umwege, ja, sag ich dir. Bin ich gerade? Das sag ich dir. Gefahren? Oder war das durch den Ruckler, dass ich 50 gefahren bin? Natürlich durch den Ruckler. Das gucke ich mir nachher in dem Video nochmal an. Bei mir hat's nicht geruckelt. Das war rot! Ach ja, warte, so war das, ne? Rot! So. Strecken und Recken, ja. Oh, ich hab so viel zu arbeiten, Krischi. Wollen wir mal bei der Feuerwehr reingucken? Nein, ja, ja. Hatte ich steig aus. Ich will wissen, wie es hier drin aussieht. Hier ging ja doch, jetzt muss ich mal so machen. Cool. Tada! Oh, cool. Hier kommen wir nicht weiter, hier ist eine Wand. Geh doch nicht. Nee, du bist gegen mich gelaufen. Cool. Warte mal, da ist ein Fernseher. Mhm, guck mal das Programm an. YouTube. Ha? Aha. Hand of Blood. Blood. Boah, was ist hier los? Twitch Farming, da. Das gucke ich immer. Das da, Twitch Farming. Aber nur im Stream gucke ich das. Im ersten Geschoss ist der Sitz der Bürgermeister, Brandschutzprüfer, Feuerwehr und Buchhaltung. Aha. Ja, da wirst du nie sitzen. Gucken wir mal rein hier. Mach Tür auf, Mensch. Ah, schickes Büro. Ganz schön groß und ziemlich leer dafür. Da fehlen ein paar Bilder an der Wand, ne? Da hat einer ein Loch reingehauen. Guck mal hier. Boom. Ja, ich glaube, da ist ein Bild so ein bisschen nach hinten gesackt. Kann man zu den Hubschrapp? Nee, wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Mensch. Boah, das ruckelt aber auch hier so hoch runter. Mensch, was ist hier los? Ich ziehe ein, bitte den Schlüssel. Ja, nehme ich auch. Und die Tür zu. Okay. Gleiche Büro, ne? Die sehen alle gleich aus, ne? Irgendwie schon. Ah, guck mal hier. Hier kommen wir zum Hubschrapp. Nein. Nein, aber Grill. Guck mal, die machen hier Grillparty, du. Mhm. Die sollen arbeiten. Weißt du, das ist typisch Feuerwehr, weißt du? Die legen erst das Feuer und dann wollen sie es löschen. Grillparty, guck. So rennt er so schnell. Ist das an? Immer mit dem Dings fahren? Der schmeckt mir so aus. Aufzug im Brandfall nicht nutzen. Modernisierung, Prüfung nach Umbau. Betrieb, wiederkehrende Prüfungen, Haupt- und Zwischenprüfung. Geht nicht auf. Man kann hier B drücken, aber. Oh! Ich will runter! Hi! Kein Knopf! Au, die Tür! Aua! Ich sitz auf ihm! Ich sitz auf dem Fahrstuhl! Ich bin unten! Verdammt! Wie cool. Ich bin durchgeflutscht! Ich sitz auf. Wie komme ich hier wieder raus? Ey, mach mal bitte die Tür da auf bei dir! Nö! Ja, dann vielleicht komme ich denn raus! Aber dann kommt, glaube ich, der Fahrstuhl runter! Mach mal bitte die Tür auf! Nö! Oh, jetzt kriege ich einen Fahrstuhl. Ich kriege jetzt einen Fahrstuhl. Guck auf den Kopf. Mal hier, die Zahlschaltzentrale. Hallo. Ich wurde zerquetscht. Das macht nichts. Das ist Kollateralschaden. Drinne jetzt. Ach, da bist du rein. Ah.
Das ist ja cool. Kollateralschaden kennst du nicht, ne? Ah. Okay. Hier wohnt einer. Da wohnt einer? Hm, da ist ein Klo neben mir. Sieht aus wie eine Zelle. Das ist ein Was ein hübsches Klöchen. Klöchen? Warum muss man eigentlich alles verniedlichen? Klo muss man nicht verniedlichen. Was ein fetter Trumpf. Oh, auf das Tor hier. Ach, machen wir mal auf hier. Aber ich will zum Hubschrauber. Wo ist der denn? Oben drauf. Oh, da oben fliegt ein Flieger. Guck mal, ist viel schöner. Wo fliegt ein Flieger? Ja, da, wenn du Richtung Feuerwehr guckst. Guck mal Richtung Feuerwehrschrift so hoch. Ein Flecken auf dem Bildschirm? Nein, da oben fliegt bei mir ein Flieger. Bei mir fliegt da... Ach, bei dir Guck mal hier. Guck mal, die Nutzen. Ich glaub nicht. Ich will rauf. Ich möchte ein moderner Fahrrad fahren. Warte mal, wie hoch muss ich einstellen? Warte, bleib hier, warte mal. Wie hoch muss ich einstellen, Hüpfhöhe? Ja, also das ist bestimmt schon die 10. 10, meinst du? Mhm. Oh, ja. ja. Au, hüpf. Oh, wie cool. Ich hab einen Hänger. Du, ich hab einen Hänger. Was soll ich dazu sagen? Wie gut. Ich häng fest im Striegel. Ein Scheiterhaus. Ein Wohnklo mit Homeoffice. Leitstelle nennt man das. Ja, hab ich doch gesagt. Hab ich das nicht gesagt? Leitzentrale hast du gesagt. Das ist doch... So, hier ist der Notarzt. Guck mal hier, ne? Eine Werkbank. Hier wird man verarztet. Wo ist die Werkbank zum Verarzten? Wo ist der Notarzt? Ja, hier. Notarzt? Ja, hier ist die Werkbank. Hier ist die Werkbank hier zum Verarzten, ja. Hier liegen denn so Kettensäge, Spitzhacke und so, hier ne? Hier ist der Behandlungsraum, guck. Mit Waschmaschine. Ja. Da wird das Blut gewaschen. Oh, hier gibt's dasselbe Programm zur Ablenkung. Ja. Vor allem, warum macht man so viel Tabs auf? Warte mal, was ist denn das da noch? Maps Ollihausen. Und LS22 Map-Vorstellung, Ollihausen. Ruck. Viel Arbeit, wenig Geld. Okay. Und der Mülleimer wird genutzt, um Blumen einzupflanzen. Ah ja. Der Mülleimer. Guck mal, hier wächst das Gras schon drinnen, ne? Naja. Und manchen wächst das Gras aus der Tasche, ist auch so. Wo bist du denn jetzt? Ach, da. Immer ein Kohleautomat! Hast du mal eine Schraubzwinge? Jetzt geh ich hier durch. Aber der ist wahrscheinlich angeschlossen. Ja. Der ist bestimmt angeschlossen. Da heißt es hier. Hier ist kein Lootenzeichen. Ich will looten. Also den hier, ne? Den würde ich schon wieder zerlegen hier, den Fritzi Spitz. Aus dem einfachen Grunde, das gibt Stahl. Hier ist noch ein Klo. Mit Klimaanlage, damit man sich den Arsch nicht ne, zu heiß. Damit die Dämpfe abreißen. Warum nimmt man so einen Raum für so ein kleines Klo? Hm. Und wo sind die Handtücher? Die liegen bestimmt hier im Schrank, aber genau in dem geschlossenen Teil oder so. Hier ist auch ein Klo. Noch ein genau, Klo. Wo sind die Feuerwehrautos? Sag jetzt nicht, die sind alle im Einsatz. Die machen bestimmt auch zwei Sätze. Oh, kennst du den Generator, Mann? Hä? Subsistence, genau. Ups, oh. Mensch, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Kann mal jemand... Was war das denn jetzt? Ach, nichts. Bist du mit dem Tor hochgefahren, oder? Nein, ich bin draufgesprungen. So, Steuerung G, ich will nach Haus. Okay. Ach, wo bist denn du? Ah, da. So. Aber da wollte ich schon immer mal rein.
Hängt ja auch wieder die Stringtang drauf. Die Tür beim Server Neustart wird die Tür von alleine zugehen. Ja. Das ist eine coole Ansicht. Dann sehen wir mal, wie weit links er über den linken Streifen fährt. War ich gar nicht. Kann ich wahr. Oh. Wo ist eigentlich dieser Mensch, der sich meinem Mann schimpft? Den habe ich für 3 Gold 80 verkauft. War, glaube ich, so eine schottische Kamel Horde oder so. Schottische Kamelhorde. Ja, ich wollte jetzt mal aus den Klischees rausspringen. Ah. Damit sich niemand auf den Schlips getreten fühlt. Hi, Geld 80. Ich brauchte einen neuen Mitarbeiter, der hier. Ich habe mir jetzt Robocop gekauft. So, jetzt machen wir mal den hinstellen. Passt hier noch was rein? Nee, das ist voll überall. Warum gut, dann so wenig? Ich muss das schnell machen, weil du bist, warst schon auf dem Weg nach Hause. Wo ist eigentlich unser Hund? Er wohnt noch hier, also das Namensschild ist noch dran. Ne? Hans-Jochen Strolchi! So, ich lasse dann mal die Zeit laufen. Der Hund ist immer noch weg. Er ist bestimmt im Ententeich. Appelsüppelt. Oh, ich stehe im Dunkeln im Teich, sag mal. Machst du Freischwimmer? Ich stehe bei den. Komm schon. Gas. Uwe hat gesagt, ich soll. Nein. Ente! Große Nachfrage bei Heu- und Strohverkauf. So, und ich hab den Ball gefunden. So. Dann machen wir das Mogons einfach. Die Toys an. Das hat Manu auch gerade gesagt. Der Hund hängt wahrscheinlich im Profil vom Traktor. Neue Verträge. Ballpressen. Wir können Grasaufträge machen. 4 Stück. Mhm. Düngeaufträge. Mhm. Und jede Menge Unkraut bekämpfen. Willst du mich verarschen? Unkraut bekämpfen, ja. Oha. Was ist denn hier los? Oha. Mit Striegel oder was? Ja, auch mit großem Striegel. Oh, kann ich machen. Wir müssen nur vorher dann immer die Felder kontrollieren, ne? Wieso? Ja, nicht, dass du da wieder mit einer Spatenmaschine rauf musst. Also alles ein Striegel. Nee. Nee, dann hier verschwinden schon wieder welche. Hey, wo gehen die hin? Und hier war auch ein. Guck mal, hier ist ein großer roter Striegel noch zwischen. Und hier ist der große blaue noch zwischen. Wenn du den für kleinen 4000... kann ich doch machen, oder nicht? Ja, so einen kleinen hatten wir ja. Wir müssen nur gucken, dass das wirklich zum Striegeln ist, die jeweiligen Felder. Ui, da verschwinden immer noch welche. Ja, dann lass die erstmal in Ruhe verschwinden. Ja. So. Und du willst jetzt pressen. Weiß ich nicht. Ich werde mal gucken, wie viel Dünger da ist. Dann könnte ich Düngeraufträge machen. Und ich soll pressen, oder was? Dünger. Wir haben 10.000 Liter Dünger da. Soll ich jetzt pressen, oder was? Nee, dann fahren wir gemeinsam. Wir pressen, meinst du nicht? Ja, natürlich. Mähen, pressen. Da gab es schon wieder ein Quietscher. Was möchtest du?
Was möchtest du denn pressen? 3, 19, 28 oder 63? Ich würde mal gucken. Silage. Was das ist Silage. Das ist auch Silage. Die kriegen sich da kaum noch ein, kann das sein? Ich würde die Geräte von Feld 63 nehmen wollen, glaube ich. Okay. Oder warte mal. Warte. Weil, nee, doch, ist hier ein Wickler bei? Feld 3 ist da ein Wickler über. Hier ist gar kein. Doch, da ist ein Wickler bei. Also entweder die von Feld 3, da sind aber Mähwerke. Oder möchtest du wieder den Grün fahren? Sag mir, was du machen möchtest. Gut, wir nehmen die Maschinen von Feld 63. Dann kannst du wieder den Grün fahren, wenn du okay, möchtest. Okay, dann nehme ich den Grün. Gut. Wieso komme ich hier nicht raus? Jetzt. Zack. Ich sitze im Grün. Ich auch. Guck mal, farblich zu meinem T-Shirt. Naja. Ist hier naja. So. Kannst du mal lesen, was Sonja geschrieben hat? Meine Frage, wenn ich ein Auftragsfeld machen möchte, es aber mit der Erntemaschine nicht funktioniert, was läuft da schief? Gerade etwas ratlos. Ein Ernteauftrag ist mit der Maschine nicht funktioniert. Was für eine Ernte? Und welche Maschine? Also noch. Guck mal, ich habe mir die Karte angeguckt. Ich werde jetzt nicht bei Rot über die Ampel, aber die Straße fahren. Bei roter Ampel über die Straße. Kann er mehr um, der kann viel fahren. Das machen wir jetzt ganz einfach. So, komm mal her hier. Hast du Sonja jetzt geholfen? Nee, ich hatte noch mal gefragt, ob sie mir sagen kann, was für eine Ernte und welche Maschine. Ich bin richtig gefunden. Und los geht's. Auf der Straße fahren wir nicht. Ich sehe nichts. Feld 63. Wo ist Feld 63? Rechts unten, ne? Los. Finden Sie was Tolles. Ich bringe gleich zwei Maschinen mit. Junge, muss ich schwadern? Wäre am einfachsten. Weil wir müssen es trocknen. Ach, da unten ist die 63.